Herzlich willkommen zurück. So ein Focus ist ja eine coole Kiste. Für die Jungdynamiker gibt es das Ding als Dreitürer, für die Familienleute als Turnier. Wenn du kurz vorm Abnippeln bist und ein Rentner bist, gibt es das Ding auch noch als Stufenheck. Oder du bist halt Uwe und baust einen Rennwagen raus. Und dann gibt es noch das Beste aus allen Welten, nämlich die Fünftürer. Und davon habe ich da einen stehen und da einen stehen. Und an beiden müssen wir dieses Video was machen. Also, los geht's. Beide Autos kennt ihr wahrscheinlich schon zur Genüge. Da draußen der silberne Fünftürer, der gehört dem Andreas, dem ersten Vorstand vom Ford Focus Club Deutschland. Der hat das Auto vor über 2 Jahren von mir gekauft und das Auto braucht jetzt TÜV. Allerdings hat er da TÜV 2, 3 Mängelchen gefunden. Welche genau, das seht ihr gleich im Video. Und dann haben wir noch meinen eigenen Fünftürer. Der war mal ein 1,6er Vor-Facelift, jetzt ist er ein 1,8er Facelift und an dem gibt es auch noch eine ganze Menge zu tun, nämlich unter anderem sämtliche Warnleuchten im Kombi-Instrument ausmachen. Und weil ich auch mal unter das Auto schauen will, ich muss nämlich unter anderem noch die Bremse entlüften und auch den Auspuff ein bisschen modifizieren, fahre ich mit dem Ding jetzt erstmal da drüben auf die Bühne. Bevor ich das mache, muss ich allerdings auf den Dani warten, weil nämlich da unten der Auspuff auf dem Boden aufliegt. Das ist nämlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Und weil ja hier, wie ihr da unten seht, eine Querverstrebung ist, habe ich Angst hängen zu bleiben. Das heißt, ich warte jetzt erstmal fix auf den Dani. Der muss mir dann mein Rohr hochhalten und dann geht es hier auf die Bühne. Und bis der Dani da ist, kümmere ich mich jetzt erst nochmal hier unten um diese Leckage. Im letzten Video habt ihr ja gesehen, ich habe jetzt eine Hebebühne. Die war aber zuerst da undicht und hat da unten ein großes Chaos verursacht. Und jetzt ist sie da noch ein bisschen undicht und verursacht da das nächste Ölsüppchen. Das will ich jetzt erstmal beseitigen. A few moments later. Dani ist jetzt da, der hat jetzt seinen langen Stock in der Hand und mit seinem langen Stock wird er jetzt meinen kurzen Stock da unten hochhalten. Und die Bühne, die ist jetzt endlich auch wieder dicht. Der Dani hat mir nämlich Teflonband besorgt und wir haben jetzt hier die kompletten Fittings noch einmal abgebunden. Hier sieht es jetzt gut aus, dasselbe hier auch, deswegen ist schon die Verkleidung wieder oben. Und das erste Testobjekt ist jetzt quasi der Fünftürer. Na dann los. Ein Projekt, von dem leider nur die wenigsten wissen, das ist mein altes Alltagsauto, mein alter Ford Focus 1 Turnier, 115 PS TDCi, großartiges Auto. Und der Verkauf des Autos ist tatsächlich dadurch zustande gekommen, dass ich den 2er Focus haben wollte. Deswegen hat Dani gesagt, er fährt auch viel Langstrecke, er will einen Diesel haben und seitdem fährt eben Dani das Ding. Steht auf einem AP-Gewindefahrwerk, momentan auf seinen Winterfelgen Borbet LS. Hinten haben wir amerikanische Rückleuchten, das heißt, es fehlt die orangene Blinkerkammer, weil die Amis halt hier einen Rückfahrscheinwerfer haben und eigentlich rot blinken. Das habe ich aber damals schon so umgebaut, dass da geblinkt wird. Und damit wir natürlich legal sind, haben wir hier unten vom Peugeot RCZ Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Ging jetzt schon zweimal durch den TÜV, ist keinem aufgefallen und ist natürlich eine coole Sache. Im Innenraum natürlich obligatorisch Vollleder Recaros. Dani hat dann auch hier vorne einen bösen Blick dran gezaubert. Und ich hatte damals noch die Front umgebaut. Das ist eine Facelift-Front. Allerdings habe ich hier die Rammleisten rausgemacht und habe US-Seitenmarkierer vom Golf 4 und 5 eingebaut. Bei mir hatte er damals noch ein relativ aufwendiges Dekor. Das hat mir der Johnny vom Police Department gemacht. Das sehen wir zum Beispiel da oben. Und wie gesagt, seit knapp 4 Jahren sind es, glaube ich, inzwischen fährt Dani mit dem Ding. Aber darum soll es ja gar nicht gehen, weil ungefähr zum selben Zeitpunkt, wo ich den damals abgegeben habe, kam mir der ins Haus und der soll halt jetzt nochmal TÜV bekommen. Dani ist gerade schon zu Hause. Wir haben Andis Focus jetzt hier zwischen der Bühne schon geparkt und morgen am Samstag geht es dann hier los. Bis es soweit ist, gehe ich aber nochmal rüber. Der Fünftürer steht auf der Bühne und damit beginnt quasi das erste richtige Projekt in der Halle. Wir fangen wieder mal an, alle Räder runterzunehmen. Ich will nämlich schauen,
ob alle ABS-Sensoren korrekt verbunden sind. Hinten links weiß ich, muss ein ABS-Fehler sein. Da ist nämlich der Sensor gekappt worden vom Vorbesitzer. Allerdings habe ich noch zwei weitere ABS-Fehler und ich will wissen, warum. Deswegen jetzt Räder als allererstes runter und dann gucken wir da mal. Drei ABS-Fehler hat das Auto und ich habe drei Ursachen gefunden. Wir fangen hinten rechts an. Das ist der einfachste Grund. Ihr seht, da sind lose Stecker. Die und die beiden müssen zusammen. Dann haben wir hinten rechts schon mal gelöst. Das, was jetzt noch offen war an Stecker, das ist für die Xenon-Leuchtweitenregulierung, machen wir erst später. Hier war mir klar, dass er den Fehler abwirft. Da unten hat nämlich einfach jemand den Stecker abgeschnitten. Und jetzt gehen wir nach vorne rechts. Das war Fehler Nummer 3. Und da ärgere ich mich tatsächlich am meisten drüber. Ich setze euch aber dazu mal auf ein Stativ, um euch das besser zeigen zu können. Ihr habt es gesehen, hier ist eine Menge Spiel drin, da hat es das Radlager erlegt. Wahrscheinlich, als ich damals hier die Antriebswellen ausgebaut habe, das ist beim Focus nicht ungewöhnlich. Das lasse ich aber erstmal so, wie es ist. Ich habe nämlich momentan weder eine Presse noch das passende Material hier. Wo ich aber eventuell passendes Material da haben könnte, ist die komplette Radnabe hinten links samt Gehäuse und eben allem, was dazugehört. Hier gucken wir uns einfach mal, ob das die passende Seite ist. Wenn ja, baue ich beim Fünftürer fix hinten links mal die Radnabe aus, baue die an, die in meinem Lager ist und dann kann ich hinten sämtliche ABS-Fehler schon mal ausschließen und das ist ja schon mal ein großer Fortschritt. Was wäre ein Focus ohne festgerostete Schrauben? Natürlich weit weniger unterhaltsam. Das hier ist ja der Bremssattelhalter und der ist da und da am kompletten Radlagergehäuse verschraubt. Das Problem ist, die untere Schraube bekomme ich nicht mehr ab. Und das ist blöd, weil die ist nämlich rund. Eigentlich hätte man auch nur einzeln den Sensor wechseln können, aber der Sensor ist im Radlagergehäuse natürlich auch festgekeimt. Deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich werde mir jetzt gleich die Flex schnappen. Hier haben wir dann das neue Ersatzteil. Also neu, gut gebraucht natürlich bei mir. Und werde ganz einfach dieses oder dieses Auge da im eingebauten Zustand abflexen. So kann ich dann nämlich die komplette Radnabe runternehmen. Bremsscheibe saß mega fest, aber mit einem Holz hat es dann doch funktioniert. Hier ist jetzt alles frei. Und auch den Bremssattelhalter, den habe ich jetzt schon von dem Schraubengewinde getrennt. Das liegt jetzt irgendwo da unten, das ignorieren wir. Hier liegt jetzt bereits die komplett neue Radnabe mit Gehäuse. Die vier Schrauben, die jetzt hier sind, muss ich jetzt hier lose machen. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Auf der anderen Seite, also hier zum Beispiel oder auch hier oben oder hier drüben, gucken zwar die Schraubenköpfe raus, aber trotzdem sitzen die in der Regel bombenfest. Ich mache da jetzt noch ein bisschen Penetrationsflüssigkeit dran und dann gucken wir mal, wie viele Schrauben wir tatsächlich wegbrechen. Ich bin positiv überrascht. Das ganze Gehäuse ist jetzt locker und ich habe dabei nicht mal eine einzige Schraube weggerissen. Yeah! Das heißt, jetzt hier alle Schrauben locker machen, danach dieses komplette Konstrukt nach unten fallen lassen und dann kommt das neue Teil geschwind wieder dran. 50% erledigt, Ausbau ist fertig. Hier haben wir jetzt das defekte Teil oder besser gesagt das defekte Kabelchen. Klar, ich hätte die ganze Sache auch ganz einfach nur anlöten können, aber nur Original ist halt Original. Hier haben wir jetzt das Ersatzteil mit dem Stecker, auf den ich so scharf war. Ich mache jetzt hier alle Schrauben raus, mache die dann alle mit Kupferpaste nass und dann kommt der ganze Spaß wieder hier rein. Vier Schrauben sind wieder dran. Wie gesagt, alles schön mit Kupferpaste eingesetzt. Im Falle hier muss doch nochmal irgendwas auseinander. Ich gehe jetzt hier über die Anlagefläche nochmal mit der Drahtbürste drüber, damit die Bremsscheibe nicht wieder fest oxidiert, wie es ja beim Auseinanderbau war. Dann kommt die ganze Bremse wieder dran und dann können wir endlich den ABS-Sensor einstöpseln. Alles wieder dran, alles wieder zusammen und jetzt kommt der Lohn der ganzen Arbeit. Ich kann einmal den Stecker da einklicken und dann kann ich dasselbe auch nochmal hier drüben machen.
das erste Mal, dass ich die neue Bühne sinnvoll nutzen konnte und ich bin echt froh, sie zu haben. Jetzt bin ich mit dem ersten Projekt quasi durch. Ich gehe mir jetzt mal fix die Hände waschen und dann geht's erstmal heim. Morgen geht's dann hier weiter und natürlich auch drüben an Andis Fünftürer. The next day. Nächster Morgen. Auto steht immer noch auf der Bühne, was beweist, die Rastfunktion hat funktioniert und das ist echt eine coole Sache. Was hoffentlich außerdem funktioniert hat, ja, sieht gut aus, ist da unten. Das Teflonband hat dafür gesorgt, dass das Ganze hier dicht ist. Dani ist auch gerade reingekommen. Schönen guten Morgen. Morgen. Hier ist leider immer noch das Problem, dass das Öl, was bei der ersten Befüllung in diesen Schlauch gefahren ist, nach und nach austropft. Und ihr seht ja, die Pappe ist glitschnass. Ich hoffe mal, das gibt sich irgendwann. Hier unten ist auch noch eine kleine Pfütze. Ich weiß aber nicht, ob die schon war oder ob die jetzt über Nacht wieder kam. Im Zweifel müssen wir halt hier auch noch die Druckleitung nochmal mit Teflonband umwickeln. So, Dani ist jetzt da. Das heißt, der Dani und ich, wir gehen jetzt mal rüber zum Fünftürer vom Andi. Da haben der Dani und ich schon mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Die blenden wir euch jetzt ein, damit ihr erstmal wisst, was die Aufgabe für den heutigen Tag ist. Als allererstes hat er einen linken Schweller bemängelt und zwar fehlt hier diese Ecke. Aber wenn ihr einfach mal das Video von 2018 schaut, hier ist irgendwann anscheinend mal der Wagenheber falsch angesetzt worden. Das heißt, hier gehört eigentlich diese Kante, die hier umgelegt ist, stehend hin. Das ist also kein Problem, die drehen wir nur wieder raus. Auf der anderen Seite hat Dani gesagt, hier müssen wir auf jeden Fall was machen. Das ist eben diese Stehkante, die hier hingehört. Die ist halt jetzt hier oben. Das heißt, da muss auf jeden Fall was gemacht werden. Und dann hat der Dani leider was gefunden, was ich so noch gar nicht gesehen habe. Und zwar da oben dieses liegende Blech, das ist wirklich durchgegammelt. Ja, genau. Also da müssen wir auf jeden Fall wirklich mal was machen. Da hat Dani aber gesagt, das machen wir wahrscheinlich von oben. Muss ich mir dann im ausgebauten Zustand mal anschauen. Die andere Seite sieht nicht ganz so schlimm aus. Da können wir ja trotzdem noch mal hinleuchten. Da werde ich auf jeden Fall auch mal oben die Verkleidung abmachen und dann gucke ich mal, wie das Ganze von innen ausschaut. Alles in allem, Dani sagt... Machbar. Alles machbar. Alles machbar. Okidoki. Gut. Ja, sieht tatsächlich ganz schön braun unterm Auto aus. Dani und ich sind auch der festen Überzeugung, dass das Auto mal einen Hecktreffer hatte. Aber es ist halt, wie es ist. Mit Andi haben wir die ganze Sache schon abgeklärt. Der hat gesagt, bitte unbedingt retten. Und das kann ich natürlich nachvollziehen, weil wenn es in Anführungsstrichen nur das ist, was den Fokus daran hindert, noch 4 weitere Jahre auf deutschen Straßen rumzutuckern, ist das doch eigentlich eine coole Sache. Der Dani ist ja gelernter Kfz-i, also zumindest was den Karosseriebau angeht. Und der hat gesagt, der nimmt sich der ganzen Sache an. Er hat mich allerdings gebeten, hier vorher die Heckstoßstange wegzubauen, damit wir wirklich einen kompletten Überblick haben über die Sachen, die halt gemacht werden müssen. Das ist jetzt meine Aufgabe. Der Dani hat so lange da vorne jemand anderen. Der schraubt nämlich gerade an dem Zweierfokus. Da ist anscheinend der Scheibenwischermotor durch. 12 seconds later. Stoßstange Beifahrerseite ging Tatsache ohne Probleme runter. Allerdings lief aus dem Rückfahrscheinwerfer ungefähr 18 Liter Wasser. Und bei genauer Betrachtung, die Dichtung sieht zwar noch gut aus, aber das Ding hat diverse Risse. Da werde ich dem Andi mal eine neue stiften. Was jetzt das viel größere Problem ist, die Verschraubungspunkte hier gehen natürlich nicht auf. Dieser Bolzen hier ist nicht ganz Serie und geht leider nicht mehr auf. Deswegen nehme ich jetzt als allererstes mal das Rad runter. Danach kommt wieder mal die Flex zum Einsatz und da muss dann halt ein neuer Stoßstangenhalter her. Verkleidungsteile liegen jetzt da und dort und so sieht es jetzt im Fokus aus. Wir haben auf jeden Fall hier drüben eine entspannte Durchrostung und wir haben hier drüben eine relativ garstige Durchrostung. Und wie gerade schon gesagt, der Dani kennt sich ein bisschen mit Blech aus. Der erzählt jetzt einfach mal, was er davon denkt und was er davon hält, weil ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind der Meinung, Unfallfahrzeug auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein Unfallfahrzeug. Ich würde sagen, das Heckblech ist komplett neu reingekommen. Das sieht man allein an den Schweißpunkten, wenn man jetzt mal welche sieht durch den Rost, weil die sind die Original, genau wie auch die Dichtnaht. Das ist nicht original. Überall, wo es zusammengeschweißt ist, also hier, das ist das Heckblech, das ist das Seitenteil, fängt es an mit Rosten. Das ist alles nicht ordentlich behandelt worden, weder von hinten noch dazwischen, weil blanke Bleche setzt man nicht aufeinander. Da gibt es Rostschutzspray, was schweißbar ist, was nämlich nicht wegbrennt. Und also wie hier auch der Halter hier, der ist auch alles schon halb weggerostet.
Den Sitz machen wir auch noch fest, wenn wir hier den Rost entfernt haben. Das knistert alles auch schon. Auf jeden Fall hat es durch den Unfall hier hochgeknickt. Man sieht hier die Welle. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video jetzt erkennt. Da hinten. Und ist natürlich der Lack, die Dichtnaht, alles gebrochen. Klar, es ist Kondenswasser da. Und von unten natürlich auch das ganze Salzwasser. Das muss rosten. Es geht gar nicht anders. Okay. Was ist jetzt dein Plan, um das so weit hinzubiegen, dass es die nächsten 4 Jahre hält? Weil das war die Maßgabe vom Andi. Also jetzt einmal TÜV drauf und nächstes Mal TÜV soll er auch noch überstehen. Genau. Das wird einfach großflächig rausgetrennt, neu angefertigt und neu eingeschweißt. Gut. Es ist nicht nur so, dass wir hier das Bodenblech machen müssen. Wir müssen nämlich auch hier den Radkasten, hier die Ecke, neu machen. Weil hier unten ist nichts mehr da. Da. Ja. Ich kann es mal ein bisschen überdrücken. Kaputt ist es eh. Da. Und schon hast du eine zusätzliche Ventilationsöffnung. Genau. Okay, alles klar. Gut, dann muss ich dazu sagen, ich will Dani nicht auf die Ketten gehen. Ich lasse dich jetzt machen, gehe rüber zu meinem Auto und komme aber hier ab und zu mal vorbeigeschaut und dann gucken wir uns einfach mal an. Genau. Während Dani drüben fleißig ist, fange ich jetzt hier endlich auch mal an. Hinten habt ihr ja gerade schon gesehen, sind die ABS-Sorgen passé und vorne sind sie seit gerade auch. Hier ist das Radlager nämlich wieder fest. Und ihr könnt euch jetzt entscheiden, war A, entweder das Radlager wirklich kaputt und ich habe es auf mysteriöse Art und Weise über Nacht gewechselt, oder war ich einfach nur zu doof und habe vergessen, die große Mutter anzuziehen. Ihr entscheidet. Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Nachdem wir jetzt also die ABS-Sorgen komplett erledigt haben, hole ich das Auto jetzt runter. Nächstes Sorgenkind war ja das Airbag-System und ich hole mir jetzt von Dani wieder mal von drüben einen baugleichen Recaro-Sitz, damit ich weiß, wo welche Strippen hingehen. Kaum eine halbe Stunde später hat der Fokus auf der linken Seite die Arschbacke quasi offen. Hier haben wir ein Stück altes Blech. Genau, das ist die Ecke. Das ist so, das ist so. Hier kommt der Radkasten dazwischen lang. Habe ich erstmal alles rausgenommen. Alles, was rostig ist, was raus. Natürlich auch schön weit, bis du im gesunden Blech bist. Die Ecke hier, die nehme ich noch raus, weil die auch nicht schön aussieht. Aber ansonsten ist zumindest das Rostige schon mal raus. Jetzt heißt es nachbauen, anpassen, einschweißen. Hier liegen jetzt beide Sitze. Links, das ist mein Fahrersitz. Rechts, das ist der Sitz vom Dani. Den habe ich jetzt ausgebuckt. Der steht nämlich beim Dani noch rum. Wenn ihr also noch einen sehr gut erhaltenen Recaro-Fahrersitz braucht, für Märtyrer, also nicht Klapper, dann schreibt mir einfach eine Mail. Ich leite das an Dani weiter, dann kommt er da bestimmt überein. Und was auch ein witziger Fakt an diesem Sitz ist, ihr habt hier ein Produktionsdatum von 2005. Der Focus selbst wurde ja aber nur bis 2004 gebaut. Das heißt, das ist tatsächlich mal ein Ersatzsitz gewesen. Bei dem funktioniert alles wie natürlich üblich, bis auf die Sitzheizung. Kurzer Zwischenstand beim Dani. Der hat jetzt hier unten jede Menge Platz gemacht und hat auch schon das erste Reparaturblech angefertigt. Das ist das alte. Da. Brauche ich nicht aufheben. Dann kommt das neue rein. Wird natürlich alles Stoß auf Stoß gesetzt. Die Ecken werden noch ein bisschen angepasst. Und dann kommt das so rein. Dann ist das die erste neue Stehkante. So. Zweites Blech wird dann quasi erst angefertigt, wenn das Blech drin ist. No. Und dann geht es Stück für Stück weiter. Richtig. Fahrersitz fertig. Hier hatte ich alles richtig gemacht. Beifahrersitz auch fertig. Und hier hatte ich tatsächlich bei einem Stecker die Pins vertauscht. Aber sowas reicht natürlich, um das komplette Airbag-System außer Gefecht zu setzen. Ich habe mich, wie gesagt, an dem Sitz orientiert, baue jetzt meine eigenen Sitze wieder ein und dann hoffe ich einfach mal, dass die Airbag-Leuchte ausbleibt. Meine Sitze sind jetzt fertig und bevor wir da das erste Mal einen Schlüssel rumdrehen, gucken wir nochmal beim Dani vorbei. Wir haben jetzt das erste Blech wieder eingebrutzelt. Das sieht auch alles ganz anständig aus und der Dani hat schon ein bisschen weiter gemacht. Richtig. Das ist das zweite Blech. Das kommt hier rein. So. Damit das eine Waage dann hat mit dem Bodenblech. Und das ist im Prinzip das, was vorher ja genau der TÜV bemängelt hat, dass man genau da ja diverse Sachen durchstecken konnte. Es war wirklich bloß war das durch, aber wie gesagt, wir machen die ganze Ecke neu. Raus muss es eh. Und es ist sogar originales Furtblech. Stimmt, das war von einem Schlachter, den du mal hattest. Das ist davon, das ist aus einem Dach von dem Enzofocus. Sehr gut. Auch, wie gesagt, das Blech, das war auch komplett beschichtet und lackiert, rostfrei. Ich tue es trotzdem komplett blank machen, weil durch Schweißen, die Hitze, kann sich die Farbe ablösen und dann rostet es wieder. Da baue ich lieber einfach danach die Grundierung komplett neu auf. Und hier ist auch das, was ich vorhin sagte, wenn jetzt die zwei Blecher hier aufeinander kommen, ist das dazwischen blank. Ja, du kommst jetzt nie wieder hin, das rostet. Ja. Deswegen habe ich ein Schweißspray, also das ist ein Rostschutzspray, was schweißfest ist. Das sprühe ich jetzt vorher hier noch rein dazwischen, also die Stirnseite und hier rein. Lass es trocknen und dann wird das Blech eingesetzt und somit ist es gleichzeitig rostgrundiert. Sehr gut. Und
was wir am Anfang nicht wussten, das war jetzt final die schlimmere Seite. Deswegen machst du die schlimme Seite zuerst. Eigentlich haben wir gedacht, oder es war erst so gesagt, dass die andere Seite schlimmer war. Ja. Aber es hat sich doch herausgestellt, dass die Seite wesentlich schlimmer ist. Sitze stehen beide wieder drin. Weiter geht's im Motorraum. Es war ja auch noch die Batterie-Ladekontrollleuchte an. Hier ist anscheinend mal ein neuer Stecker hingekommen. Allerdings ist hier dummerweise nur mit Quetschverbindungen gearbeitet worden. Und als ich den Kabelbaum gewechselt habe, ist halt einer dieser Quetschverbinder rausgerutscht. Das heißt, hier mache ich jetzt einfach nur einen neuen Quetschverbinder ran. Und dann sollte auch die Leuchte aus sein. Auch hier würde ich es zwar eigentlich lieber verlöten, aber ich war halt zu dumm und habe es damals nicht verlötet, als es alles offen vor mir lag. Und das jetzt hier im eingebauten Zustand zu löten, ist halt ein bisschen aufwendig. Deswegen machen wir das erstmal mit dem Quetschverbinder. Und wenn das dann funktioniert, also drinnen wirklich das Licht aus ist, dann kann ich mich später hier immer noch drum kümmern. Da ich mich Ewigkeiten über mich selber aufgeregt hätte, habe ich es jetzt doch verlötet. Also ich will es nicht unbedingt löten nennen, aber ich habe halt die Kabel zusammengebracht. Allerdings auch die Kabel, die da ganz unten lang gehen, also das Graue, das Rote und das Blaue, das sieht nicht original fort für mich aus. Ich weiß nicht, ob hier mal ein Marder reingehackt hat oder was auch immer, aber es ist halt jetzt so, wie es ist, auch wenn es nicht schön ist. Ich mache da jetzt trotzdem noch mehr Marderband außen drum rum, dass das bis hoch an den Stecker geht. Dann sieht das später auch für den Tüffi, weil ich muss den Motor ja irgendwann auch eintragen lassen. Auf jeden Fall brauchbar aus. Nächste Baustelle ist die Auspuffanlage. Da haben wir das restliche Stück Auspuff vom 1.8er. Da hinten ist die restliche Auspuffanlage, die am 1.6er dran war. Und irgendwie müssen wir natürlich jetzt hier das Ganze verbinden. Dazu will ich das Rohr aber zuerst abmachen. Muss ich aber leider aufflexen, weil da die Schrauben nicht mehr aufgehen. Hier liegt jetzt das Rohr, was am Flexrohr vom 1.8er Motor dran war. Es geht jetzt aber nicht weiter. Mir fehlen wieder mal Teile. Da haben wir nämlich einen Endschalldämpfer von Sebring. Das ist eigentlich ein Zubehör- und Sportauspuff. Das Ding macht aber außer schön aussehen eigentlich nicht wirklich viel. Und vor dem Endschalldämpfer kommt ein Serienmittelschalldämpfer. Und da das Teil ein Serienteil ist, ist natürlich hier auch nur eine Serienverrohrung dran vom Ford Focus. Das Rohr, was ich aber gerade abgebaut habe, das hier, das stammt von einer Sportauspuff-Komplettanlage, das heißt von vorne nach ganz hinten. Und dementsprechenderweise ist das Rohr vom Durchmesser her auch deutlich größer als dieses Serienteil. Und mir fehlt jetzt quasi das Verbindungsrohr von Flexrohr hinten zum Mittelschalldämpfer. Da haben wir jetzt mit dem Dani gesagt, weil ich eben noch dieses Stückchen habe. Hier trenne ich jetzt einfach mal sauber den Flansch ab. Und dann guckt der Dani, ob er noch Serienfokusrohr da hat, damit wir eventuell heute von davon, wo jetzt halt das Flexrohr ist, zu dahin, wo jetzt eben das Rohr aufhört, noch eine Verbindung schaffen können. Das Timing könnte kaum besser sein. Ihr habt mich gerade gesehen, wie ich da hinten den Auspuffflansch abgeflext habe. Und in dem Moment hat Dani gesagt, komm mal her und guck dir das mal an. Der Dani ist fertig mit der ersten Seite? Mit der linken Seite, ja. Geil. So, dort sieht so aus. Von der Außen sieht so aus. Die ganze Ecke hier neu gemacht. Die ganzen Stehkanten, alles hier, die Radkasten innen habe ich angesetzt. Alles, was durch war. Jetzt ist alles wieder zu und so, wie es sein soll. Sehr schön. Und stabil. Jawohl. Das bleibt jetzt aber nicht so. Das wird später nochmal anständig konserviert. Ja, erstmal grundiert. Und machen mit dem Kunden reden, was er haben will. Entweder ein bisschen Silber drauf oder wir tun gleich alles mit Steinschlag. Beschichten. Und jetzt geht's an die andere Seite. Dani hat ja jetzt hinten schon die erste Seite fertig geklemmt. Und deswegen gucken wir jetzt mal bei meinem Fokus. Rechner fährt gerade hoch und dann gucken wir da mal, was jetzt der Fehlerspeicher sagt. Für den allerhöchsten Notfall, falls die Seitenairbags immer noch eine Macke haben, habe ich mir jetzt nochmal die Originalsensoren vom Facelift-Fokus besorgt. Ich hatte ja unten jetzt die vom Vor-Facelift, da die Querbeschleunigungssensoren drin. Und falls die wirklich einen Treffer haben oder halt einen Airbag-Fehler auslösen, können wir die jetzt auch nochmal geschwind austauschen. Wir haben jetzt einmal alle Fehler gelöscht und neu gestartet. ABS sind jetzt komplett weg. Ja. Das heißt, die habe ich gemacht. Alle anderen sind auch weg. Aber wir haben immer noch den linken Satellitensensor, was für mich, soweit ich weiß, der Crash-Sensor links ist. Das heißt, den wechsle ich jetzt nochmal aus und dann guckt der Dani nochmal fix. Genau. Haha, der Daniel kann nicht nur schweißen und schrauben. Der ist auch IT-Spezialist, zumindest halbwegs. Lange Rede, kurzer Sinn. Über seinen Rechner haben wir jetzt rausgefunden, was es war. Und es war tatsächlich so, wie ich es schon befürchtet habe. Als ich hier den Umbau gemacht habe, habe ich hier die Seiten-Airbag-Sensoren, also die Querbeschleunigungssensoren, die hier unten sitzen, vom Vor-Facelift drin gelassen, weil die Stecker identisch waren und ich der Meinung war, dass die Sensoren dahinter auch dieselben sind. Sind sie aber nicht.
Ich habe jetzt hier unten einfach wieder die Sensoren vom Facelift, also passend zu diesem Kabelbaum, angeschlossen. Lass die jetzt auch drinnen liegen. Ich muss allerdings trotzdem nochmal wahrscheinlich einen halben Teppich und auf jeden Fall die Sitze rausräumen, um die Dinger unten fest zu verbauen. Ich habe die nämlich damals nicht verbaut, weil die Anschraubpunkte anders sind. Hat mich jetzt natürlich über kurz oder lang in Popo gebissen, aber egal. Damit hat mir Dani jetzt final gesagt, alle Warnlampen sind aus. Das Einzige, was jetzt noch an war, ist der allzeit beliebte P1000, der erst mit Fahrzeit weggeht. Ist aber keine Lampe an. Genau, ist das ist das Wichtige. Ja, stimmt, da müssen wir mal gucken. Bei mir ist momentan immer die Tür auf, warum auch immer, finden wir auch noch raus. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Wir lassen das jetzt erstmal so und ich fahre das Auto raus, weil Dani morgen mal meine Bühne braucht. Es ist ja nicht schlimm. Ich bedanke mich. Und jetzt gucken wir mal, was wir sonst noch für Quatsch machen. Ein bisschen Zeit ist vergangen. Die linke Seite haben wir euch ja schon gezeigt, die der Dani fertig gemacht hat. Inzwischen hat er auch die zweite Seite komplett verschlossen. Und hier hat sich tatsächlich auch noch ein bisschen Fusch oder Murks der Vorwerkstatt abgezeichnet. Der Dani ist nämlich der festen Überzeugung, alles was in diesem Bereich ist, was ja so angefasst ist. Hier ist viel drauf. Genau. Hier ist alles noch Spachtel. Also wurde es wahrscheinlich nur ein bisschen rausgezogen, dann übergespachtelt, dass es hübsch aussieht, ja. Drüber lackiert und fertig. Genau. Na, großartig. Dani macht jetzt gerade das letzte Loch, was noch vorhanden ist, nämlich das da unten im Kofferraum. Da kümmert er sich drum. Und während Dani das macht, baue ich mal auf der Beifahrerseite schon den Seitenschweller runter. Da hat ja auch noch ein Stückchen Blech gefehlt. Da müssen wir mal gucken, wie schlimm es da ist, weil ich habe so ein bisschen Angst, wenn wir den Schweller jetzt hier runternehmen, dass es eigentlich nach vorne hin noch schlimmer wird. Das werden wir aber gleich erst sehen. 1 minute 37 seconds later. Schrauben vom Schweller sind ab, fast zumindest. Wir haben hier hinten die hier eine einzige Schraube, die ist noch nicht rausgegangen und das ist anscheinend auch ein Dauerdreher und das ist natürlich nie ein gutes Zeichen. Ich werde jetzt mal hier vorne vorsichtig dran ziehen und dann den Schweller nach rechts außen schieben und dann hoffe ich mal, dass hier noch sowas wie ein bisschen Substanz vorhanden ist. An den Schwellern war auf jeden Fall schon mal jemand dran. Normalerweise sollten die nämlich Silber sein. Hier ist aber auch Steinschlagschutz oder dergleichen drauf. Leider hat natürlich aber von unten gefahrter Rost arg zugesetzt. Hier war die eine Schraube drin, die sich endlos gedreht hat. Und hier habe ich jetzt schon überall mit dem Schraubendreher durchstechen können. Da muss also anscheinend auch ein bisschen mehr als erhofft gemacht werden. Ihr seht ja auch hier hinten sollte eigentlich diese Ecke so gehen, aber die ist halt komplett weg. Außerdem hat der Dani hier hinten noch eine coole Entdeckung gemacht. Hier... Das ist der Halter, der eigentlich hier oben hingehört und das ist das Loch, was auch aus der Reserveradmulde kommt und der hat jetzt, naja, was hat er festgestellt? Blech ist keins da. Nee, ja, was will man da sagen? Es ist nichts mehr da. Naja, müssen wir halt noch ein Blech einsetzen. Okay. Ja, Brösel, Brösel. Sehr gut. Eigentlich war mein Plan, das Auto die Woche Donnerstag, heute ist Dienstagabend, beim TÜV vorzustellen. Aber ich würde sagen, das verschieben wir erstmal wenigstens eine Woche nach hinten, damit wir das Ganze dann auch mit gutem Gewissen wieder abgeben können. Ich weiß, dass Andi das auf jeden Fall sehen wird, deswegen sorry, aber hey, dafür wird es wahrscheinlich besser, als es vor dem Unfall war. Ja. Super. Während der Dani drüben an Andis Auto weitermacht, mache ich hier an meinem Auto weiter. Nächste Aktion, jetzt wo ich weiß, dass alle Kontrollleuchten aus sind, Bremse nochmal entlüften. Ich habe damals in der alten Halle das komplette System einmal entlüftet gehabt, wo ich das Auto dann hierher gefahren habe, war allerdings das Problem, dass das Bremspedal immer weiter absank. Daraufhin haben wir unten die Verbindungsstellen, die da unten an der Feuerwand sind, nochmal nachgezogen, weil das ist die Verbindungsstelle zwischen Bremsleitung kommt zur Feuerwand und geht dann unterm Auto weiter. Da war tatsächlich noch eine kleine Undichtigkeit. Das haben wir jetzt alles festgezogen. Jetzt muss ich halt das ganze System nochmal entlüften. Allerdings habe ich das schon mal versucht und habe dabei auch gemerkt, dass hinten links auf der Fahrerseite das Nippel für die Bremsenentlüftung leider fest war. Also es war nicht fest, aber es ließ sich nicht mehr entlüften. Da sind wahrscheinlich die Bohrungen zu. Deswegen werde ich jetzt das Nippel hier ausbauen, werde das an den vorhandenen Sattel wieder anbauen und dann muss ich halt, wie gerade schon mal gesagt, das ganze System nochmal neu entlüften und dann hoffe ich, dass ich einen festen Druckpunkt habe, der mir gefällt. Weil dann kann ich nicht nur fahren, sondern auch bremsen. Druckpunkt Bremse ist wieder dort, wo er hingehört. Bremspedal steht und fällt nicht. Haben wir das auch erledigt, können wir auch da einen Haken dran setzen. Jetzt also Räder dran, Auto runter. Und dann werde ich hier wahrscheinlich noch mal einen halben Teppich zurückbauen müssen, weil ich muss nämlich die Sensoren, von denen ich euch gerade schon erzählt habe, noch im Fahrzeug wieder fest verbauen. Und dazu muss ich wahrscheinlich vorher noch ein paar Löcher bohren. Hier haben wir jetzt einen der Übeltäter, der dafür gesorgt hat, dass so viele Leuchten im Kombi-Instrument an sind. Das ist der Crash-Sensor vom Vor-Facelift, das ist der vom Facelift und wie gesagt, der Anschlussstecker ist ein und derselbe, aber leider die Verschraubpunkte nicht.
Ich werde jetzt also den Sensor erstmal hier hinten festmachen, werde dann wahrscheinlich hier diese Haltenase abknipsen müssen und dann werde ich einfach mit einer Blechstreibschraube dafür sorgen, dass das Teil hier fest verankert ist. Jetzt sind wir gleich am Ende vom Video und es ist bei beiden Autos eine Menge geworden. Hier an Andys Fünftüre zeige ich euch nochmal fix, wie weit der Dani jetzt gekommen ist. Einmal da hinten ist ein neues Blech reingekommen, dann hier natürlich auch. Und das Ganze wurde von Dani auch schon ansprechend versiegelt. Das Loch im Heckblech ist zu, das Loch in der Reserveradmulde ist zu und auch hier hinten der ehemals so gammliche Bereich sieht inzwischen richtig gut aus. Leider brauche ich trotzdem noch nicht zur Hauptuntersuchung fahren, weil ja immer noch hier unten der halbe Schweller fehlt. Das verschieben wir dann also auf nächste Woche. Und jetzt gehen wir noch mal fix zu mir rüber in die Halle und schauen uns mein Auto an. Da ist ja auch eine Menge geworden. Zugegeben ein bisschen mehr, als ich gehofft habe, aber leider auch nicht alles. Alle Kontrollleuchten sind inzwischen aus, bis auf eine. Und zwar die, die mir anzeigt, dass irgendwo eine Tür offen ist. Und die zeigt es mir auch an, wenn alle Türen zu sind und das Auto verschlossen ist. Und das ist irgendwie komisch. Schaue ich aber auch erst in absehbarer Zeit mal nach. Hier habe ich jetzt schon den ersten Sensor verbaut. Hier ist der Originalanschaupunkt. Hier bin ich, wie gesagt, mit einer Blechtreibschraube reingegangen. Ist nicht original, aber hey, dafür bleibt Airbag jetzt dauerhaft aus. Trotzdem ist natürlich auch hier noch eine ganze Menge zu tun. Im nächsten Schritt folgt dann die Abgasanlage. Da muss ja auch der Himmel wieder rein und ein paar elektrische Gremlins. Hinten habe ich auch noch zu besiegen, aber das schaffen wir auch noch. Wenn ihr also wissen wollt, wie es weitergeht, lasst mir gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bleibt im Fokus.